Wir sind ja gerade Geräuschkulissen gewohnt. Guten Tag. Ich darf Sie auch ganz herzlich zur Pressekonferenz begrüßen. Die Ergebnisse der Linken sind sicher jetzt nicht so, dass wir in großen Jubel ausbrechen. Wir hätten lieber eine 8 vorm Komma gesehen. Aber wir sehen in diesem Ergebnis trotzdem eine Stabilisierung der Linken in Deutschland. Wir haben durchaus bei der letzten Europawahl das Problem gehabt, dass die Unterschiede zwischen Bundestagswahl und Europawahl sehr viel stärker auseinandergegangen sind. Das deutet darauf hin, dass wir uns in jeder Hinsicht konsolidieren und wir eine deutlich größere Gruppe an Stammwählern bekommen und somit auch dieses Ergebnis auch in Verbindung zu den Kommunalwahlen, da wird Frau Kipping noch mehr dazu sagen, zur weiteren Stabilisierung der Linken beiträgt. Wir müssen uns zwei Fragen stellen, die wir auch jetzt vorher im Parteivorstand diskutiert haben. Die eine ist, dass es schwierig ist, bestimmte Wählerschichten zur Europawahl zu mobilisieren. Insbesondere Menschen in sozialen Brennpunkten erwarten sich von der bestehenden Politik nichts mehr oder wenig und gehen auch weniger zur Wahl. Und insofern hatte die Linke in der Tat auch im Verhältnis zu anderen Parteien mehr Probleme, diese Leute zur Wahl zu bringen. Ist auch ein Stück weit Resultat oder in großem Anteil Resultat der Politik von Frau Merkel, die soziale Spaltung nicht zu beenden oder nicht zu überwinden. Und diese soziale Spaltung wirkt sich natürlich auch aus im politischen Verhalten. Unsere Aufgabe wird sein, den Leuten klarzumachen, dass es keinen Grund für Resignation gibt und dass eben die Linke tatsächlich eine Partei ist, von der sie was zu erwarten haben, die einzige Partei, von der sie wirklich was zu erwarten haben. Zweitens müssen wir natürlich gucken, dass wir auch in den kommenden Jahren neue Wählerschichten und Milieus dazugewinnen. Das sind wir auf einem guten Weg. Wir merken auch, dass sich hier vieles stabilisiert, aber wir glauben, dass das noch ausbaufähig ist. Beunruhigen tun uns zwei Dinge. Erstens die Orientierung der SPD zum Schluss von Martin Schulz, was doch eine gewisse Deutschtümmelei ausdrückt. Also wir fanden es Wasser auf die Mühlen der Rechten, wenn jemand sagt, ein Deutscher muss Kommissionspräsident werden. Ich glaube, dass wir mit unserer Geschichte keinerlei Anlass haben, uns auf so eine Argumentationsweise zu stellen. Ähnliches hat ja die CSU gemacht in dem ganzen Wahlkampf. Auch sie hat versucht, einen national bornierten Wahlkampf zu führen und musste jetzt erleben, dass die Einzigen, die davon profitieren, die AfD ist, nicht mal sie selber. Und im politischen Meinungsstreit müssen wir eben ganz deutlich machen, dass wir für so eine Art von Wahlkampf nicht zu gewinnen sind und dass er aber auch für die anderen Parteien im Endeffekt nach hinten losgeht. Natürlich machen wir überhaupt keinen Hehl daraus, dass das Ergebnis von AfD und NPD eine wirkliche Schande ist. Dass es gelingt offensichtlich, dass der AfD, dass sich Teile der bürgerlichen Wähler, um die handelt sich überwiegend, radikalisieren nach rechts. Das wird eine Frage sein, die uns sicher noch, wenn wir Pech haben, jahrelang beschäftigt. Auch eine Tendenz, die sich in ganz Europa ausdrückt. Und man kann ja keinen Zweifel haben, dass die AfD einen klassischen nationalpopulistischen Wahlkampf in vielen Dingen gemacht hat, ein bisschen gut versteckt unter pseudowirtschaftlicher Logik, aber im Kern der Versuch, die Bevölkerungen gegeneinander auszuspielen. Die Leute haben von dieser Partei nichts zu erwarten, die sie gewählt haben, und auch die Hoffnungen wird sie nicht erfüllen können. Aber wir müssen uns diesem Thema stellen, insbesondere der Frage, wie wir verhindern, dass da weitere Wählerschichten aus Protest quasi diesem billigen populistischen Spiel auf den Leim gehen.
Die politische Gesamtbewertung für uns, die Linke, ist weiter auf einem guten Konsolidierungskurs. Sie kann ihre Verankerung vor Ort weiter aufbauen. Jetzt geht es darum, diese Position in den nächsten Jahren auszubauen. Auch daran sehen wir unter den Bedingungen der Großen Koalition und dass die Politik in vielem, nicht in allem so weitergeht wie gehabt, sehen wir dann ganz gute Ansatzpunkte für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit, aber auch für eine Politik internationalistischer Orientierung.